Verplant und verpeilt, daneben gestylt, so komm ich mir manchmal vor. Und vor Hoffnung gehemmt, das Zeitgefühl klemmt, mit mir selbst nicht ganz d'accord. Ich will mich beweisen und droh zu entgleisen, mit Vollgas gegen die Wand. Katastrophal, ich kenn mich nun mal und bleib entspannt. Keiner ist fehlerfrei, was ist denn schon? Vor kurzem sah ich dieses kleine Video von diesem Welpen. Die Stufe ist viel zu groß und er schaut nach rechts und nach links, schaut nach Hilfe aus. Ich schaffe es einfach nicht. Und dann hörte ich durch Zufall von Helene Fischer fehlerfrei. Es ist halt so, dass du nicht fehlerfrei bist. Und in mir kamen all die Erinnerungen wieder hoch, der vergangenen Jahre, Jahrzehnte, wo ich immer wieder es nicht geschafft habe. Wie dieser Welpe an der Stufe, ich habe mich bemüht, in der Kinderzeit, in der Schulzeit, in der Zeit der Ausbildung und auch danach. Und immer wieder die Erfahrung, du hast es wieder nicht geschafft. Man sagt dir schulterzuckend, tja, du bist halt nicht gut genug, nicht fehlerfrei genug, hättest dich mehr anstrengen müssen. Bist halt nicht so begabt wie der oder die, nicht so leistungsfähig. Ging halt nicht, musst halt wieder zurück, bist halt beim Sport nicht gewählt worden oder hast nur das und das geschafft und mehr halt nicht. Du bist halt so. Vielleicht erinnern Sie sich auch an solche Erfahrungen, die wir fast alle in uns haben. Du bist halt so, nicht perfekt. Leider geht mir das nicht so leicht von den Lippen. Steh doch zu deinen Fehlern. Oft reine Theorie, Verletzungen aus Vergangenheit, tief in uns drin, oft durch ein Lächeln bin ich darüber weggegangen, aber es steckt tief, wenn du wieder nicht gewählt worden bist oder eine Stimme fehlte oder jemand sagte, tja, hat halt nicht gelangt. Vielleicht kennen Sie solche Erfahrungen. Eigentlich alle haben wir das in uns drin. Was wieder hochkommt, vielleicht, wenn man diesen kleinen Welpen anschaut, hilfesuchend, bist halt nur klein und die Stufe ist nicht hoch genug. Darum in mir auch die Erfahrung, als ich gelesen habe, wie Jesus in die Orte kam, die Menschen haben aufgetischt am Abend auf dem Marktplatz, und er gesagt hat, jetzt holt sie raus, die nicht fehlerfrei sind aus euren Häusern, die ihr hinter dem Kamin versteckt habt, weil sie eben vielleicht durch Krankheit oder Behinderung oder sonst etwas nicht genügen. Holt sie raus, die ihr versteckt, die euch vielleicht sogar peinlich sind. Ihnen gehört das Reich Gottes. Holt sie raus, die leiden, weil sie vielleicht einen Sprechfehler haben, ein kurzes Bein oder nicht so perfekt sind. Ihnen gehört das Reich Gottes. Die vielleicht noch zu klein sind, holt sie raus, hinter den Öfen hervor,
stellt sie in die Mitte und sagt, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Mir taten schon immer diese Szenen gut zu spüren. Da ist einer, der gerade zu mir sagt, dir gehört das Reich Gottes. Ja, dich möchte ich segnen. Ja, dir möchte ich nahe sein. Ja, trotz oder vielleicht gerade, weil du nicht perfekt bist. Und so segnet er die Kinder, die die Stufe noch nicht erklimmen können oder die gerade darum, weil sie klein sind, von Gott gesegnet werden. An ihnen sollt ihr euch ein Beispiel nehmen, sagt er sogar. Das klingt nicht so wie, er beugt sich runter, sondern er ist mit mir auf gleicher Höhe, steht auch zu seinen Fehlern und sagt mir zu, gerade dich mit deinem nicht genügen können, hat Gott dich ganz besonders lieb. Vielleicht mal dies spüren und wissen, mit allen meinen Verletzungen, mit allen meinen Erniedrigungen, Gott ist mir ganz besonders nah. Gott segne Sie. Bleiben Sie gesund.